Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. So, wir sind immer noch auf der Suche nach den restlichen Teilen für diese Rosetta. Und wir gehen jetzt erstmal durch diese Tür. Ja, wir haben jetzt mittlerweile schon 2 Stück von 4 gefunden, also fehlen nur genau 2 Stück. Und die sollen hier nur rumliegen. Dann machen wir mal die Tür auf. Oh shit. Kann man durch die Tür glitschen? Nein, oder? Nö, leider nicht. Oder? Nee, leider geht's nicht. Ich dachte, wir können schon wieder durch die Tür glitschen, aber... Oh, shit. Scheiße, der bringt zu wenig. Nein, Mist, 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 Mist. Da hast du den Kopf drauf. Ja, die Kinder, die regen richtig auf, weil die sind... Vor allem, wenn sie in so großen Scharen kommen. Komm, geh drauf, geh drauf, geh drauf. Medipack reinhauen. Komm, halt sie alle ab, bitte. Nein, wir kommen ja noch mehr. So, Medipack rein. Wow. Medipack, jawohl, da liegen viele mittlere Medipacks rum. Oh, wow. Ich hasse die Kinder, dieses Spiel. Sind ja mal richtig heftig gemacht. Okay, ein spektakulärer Anfang für diesen Part. Und hier sehen wir wieder so ein Spinnenvieh. Also, wir haben ja vor, keine Ahnung, 2, 3 Parts den alten Kumpel und das Spinnenvieh getötet, aber anscheinend gibt es da noch mehr davon. Es wäre natürlich nicht so schön. Ich habe schon gesehen, da oben ist das Teil, aber ich schaue mich zuerst noch ein bisschen um, bevor ihm wieder irgendwas anspringt. So, da unten haben wir eine Lampe, da ist gesperrt. Hier haben wir ein paar Kanister. Und das sieht uns eigentlich alles nicht. Das lebt aber nimmer, oder? Es steckt auf jeden Fall eine Kreissäge drin. Yeah. Gut, was gibt's hier sonst schon zu sehen? Nichts, nichts. Komm, hier liegt doch bestimmt irgendwas rum. Ja, bestimmt. Das will ich haben. Hier nur irgendwas in dem Trümmerhaufen? Nein, da liegt nichts mehr. Gut, jetzt hören wir schon mal den Nachrichten. Dr. Serrano, Status-Update. Offenbar haben alle bisher gefundenen Exemplare einige überraschende Gemeinsamkeiten. Beispielsweise Kiemen und etwas, das ich für Schwimmblasen und einziehbare Flossen halte. Für ein gefrorenes Ödland erscheint mir das recht ungewöhnlich. Es sei denn, es war nicht immer gefroren. Ich bin heute der Überzeugung, dass dieser Planet einst ein riesiger Ozean war und ein plötzliches Ereignis Blitzfrost auslöste, der alles im Eis einschloss. Interessante Theorie. Das ist echt eine interessante Theorie. Soweit habe ich noch nie gedacht. Ah, das ist ein Alien-Artefakt. Ju, dann gibt es hier was zum Lesen. So, dann schauen wir mal rein. Persönliches Log, Dr. Alexei Obruchev. Egal, lesen wir durch. Interessiert mich jetzt schon ein bisschen die Story. Ich bin in erster Linie Wissenschaftler und als solcher ist es meine Pflicht, in meinen Studien nicht zimperlich zu sein. Daher entschied ich mich auch, das komplette Auftauen eines intakten Versuchsobjekts zu versuchen. Obwohl ich mir sicher bin, dass viele seine Albernheiten im Camp fehlen, erinnere ich meine Kollegen daran, dass PVT Freeman sich aus freien Stücken gemeldet hat, sich um das Versuchsobjekt zu kümmern, während wir im sicheren Schutz der Steuerkabine standen. Ich bin mir sicher, dass wir alle überrascht waren, als diese uralte Gewebeanflüge von Leben zeigten. Als es erst einmal aus seiner eisigen Umhüllung befreit war und niemand war überraschter als der arme Private, als ein zuvor nicht sichtbares Körperglied aus dem aufgetauten Kadaver herausschnellte und in seine Brusthöhle eindrang. Es mag PVT Freemans Ende gewesen sein, aber ich bin mir sicher, dass er glücklich wäre zu wissen, dass die Wissenschaft an diesem Tag einen großen Schritt nach vorn gemacht hat. Okay, auf jeden Fall merke ich euch gerade, wie ihr kann richtig gut lesen. Gut, aber soweit haben wir den Raum jetzt erkundigt. Da liegt natürlich wieder mal eine Spitzhacke rum. Warum auch immer hier drin die Spitzhacke rumliegt. Jetzt holen wir uns erstmal das Teil und schauen, ob wir ein paar Monster kommen.
Nee, bis jetzt noch nicht. Spinnen, ich habe echt Angst, dass das Spinnenviechler abgeht. Aber scheinbar nicht. Achtung, Ellie. Ah, ich seh's. Nee, passiert nichts. Das wundert mich. So, wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's hier rein. So, dann schauen wir hier rein. Wow, wow, du Scheiße! Wow, shit! Lad nach, lad nach, lad schneller nach, danke. Wo hängt da nur einer? Da ist nur einer. Komm, fahr den Fühler aus, danke. Aber irgendwo hängt noch einer rum. Wow, weg hier! Wo, ich sehe den nicht. Da hinten, die Ecke, versteckt sie das miese Viech. Nein! Doch, Treffe. Boah, da lauern die doch tatsächlich um die Ecke rum. Wow, das war doch ein bisschen erschreckend, aber wir haben es gemeistert. Dann schauen wir weiter, was uns jetzt da erwartet, nachdem die Tür doch gut bewacht war. Viele Türsteher. Aber wir konnten uns dann irgendwie durchmogeln. So, Tür auf. Nichts. Ein paar Schränke mal wieder. Medipacks. Und eine Tür. Fortschritt wird gespeichert. Anscheinend kommen wir jetzt wieder zurück. Clark ist irgendwo da unten. Sucht weiter. Kacke. Deine X-Shuttles fliegen in der Gegenpatrouille. Oh Gott. Lass dich bloß nicht blicken. Mach ich das jetzt am besten? Der Mond schaut cool aus, der was kaputt ist. Scheiße, 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 scheiße. Ah, okay. Wo muss ich ihn hin? Da hoch. Wir müssen anscheinend diesen Lichtkegeln ausweichen. Das doch mal interessant macht. Oder auch nicht, anscheinend. Kommt der nur einmal schnell rein da. Einfach nur rein, Isaac. Ach! Geht weiter zum nächsten Sektor. Jetzt hängen die uns auch noch hinten dran. Nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein, oder? Es gibt hier so komische Geräusche. Was ist denn das für ein Viech? Auf jeden Fall ist es weg. Oder auch nicht. Nicht schon wieder. Ah, okay, uns hilft jemand. Cool. Ist der schnell. Wow, was geht mit ihm ab? Hat der ein Speedhack drin oder was ging mit ihm ab? Boah, war der schnell. Also wenn das... Oh Gott, das sind normale Gegner, ich glaube, hängt. Nein, 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 nein. Nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Oh Gott, die sind... Richtig nervige Gegner, richtig, richtig nervig. Nochmal einer. Oh nein, der kommt schnell. Oh shit. Neue Gegner gefallen mir nicht. Also wenn die wirklich öfters kommen sollten, dann wird das nur alles richtig, richtig heftig schwer. So, als nächstes nehmen wir aber erstmal. Ja, gehen wir wieder zu unserem Plasma-Cutter zurück. Kleines Medipack. Also, die Gegner gefallen mir gar nicht. Aber wir müssen nur die Sekundärmission machen, fällt mir gerade ein. Ne, Respawn-Gegner nichts.
Gut, dann schauen wir schon mal in die Bank. Wie unser Inventar so ausschaut. Okay, jetzt haben wir wieder viel zu viele Medipacks dabei. Also es ist ein Hin und Her. In einem Moment haben wir nichts dabei, im anderen haben wir zu viel dabei. Und Stase können wir auch mal wieder da lassen. Gut, das wäre es auch schon. An die Waffen will ich jetzt eigentlich nichts rumprobieren. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt das letzte Teil von dieser Rosetta finden, machen wir die Sekundärmission, wenn wir die überhaupt noch machen können. Jawohl, können wir sogar noch. So, dann müssen wir da jetzt wieder rein. Da müsste jetzt nochmal alles clean sein. Das heißt, da rennen wir jetzt ganz schnell durch. Wie heißt denn die Mission überhaupt? Muss ich jetzt mal ganz kurz schauen. Persönliches Logbuch. Die unterirdische Kaserne untersuchen. Ah, okay. Da halt, da muss ich rein. Da? Ja. Der Aufzug ist oben. Dann da müssen wir mal runterfahren. Ja, weil die Sekundärmissionen, also die geben ja eigentlich gut Materialien immer. Also wenn wir da am Ende dann immer erfolgreich abgeschlossen sind, dann kriegen wir meist so Waffenteile und die gefallen mir richtig gut immer. Gut, dann schauen wir mal hier rein. Geradeaus. In Bearbeitung. Muss ich kurz einen Blick auf die Uhr schmeißen. Achso, das war der Scheiß hier. Zum Glück ist da auch nichts mehr los. Haben wir alles. Also das ist wenigstens das Gute, dass hier jetzt mal keine Respawn-Gegner kommen. Also die was dann immer wieder kommen, wenn wir den Raum betreten. Das wäre nicht an dieser Stelle richtig nervig. Aber natürlich, der Strom ist wieder weg. Ja, natürlich. Einer hat das Rad zurückgeschraubt. Mhm. So, hier waren wir auch drin. Jetzt müssen wir in den Aufzug rein. In Bearbeitung. In Bearbeitung. Gut. Ich muss sagen, wenn wir jetzt gerade so bei den Gegnertypen sind, also... wo wir jetzt gerade den schnellen da drauf haben, ich muss sagen, der ist momentan auf Platz 2 der nervigsten Gegner. Also auf Platz 1 ist natürlich der Unbesiegbare, der wird auch für immer auf Platz 1 bleiben. Nein, nein, nein. Warum sind die jetzt schon wieder da? Aufzug kommen, Aufzug kommen, rein. Nein, warum sind die jetzt wieder da? Können wir im Aufzug glitschen? Ich hoffe mal schon. Nein, können wir nicht. Schlecht. Oder waren es nur die drei? Ich hoffe, dass es nur die drei waren. Oh, wow. Ich habe jetzt echt gerade einen Schreck gekriegt. Okay, auf jeden Fall waren wir gerade bei den top-nervigsten Gegner. Also auf Platz 1 natürlich der Unbesiegbare, der in dem Spiel ja auch schon vorkam. Aber, ja, eigentlich nur ganz kurz, muss man sagen. Er hat uns zwar länger verfolgt auf den Raumstationen, aber jetzt seit einer Ewigkeit nicht mehr. Ich hoffe, ich schreie es nicht. Gut, auf Platz 2 und 3, hier haben wir die optionale Mission. Ich bin in der Kaserne des 163. Ich wette, die hatten Zugang zu ziemlich netten Spielzeugen. Ich werde mich mal umsehen. Ja, das glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall darf ich jetzt nicht mal ausreden. Der leckt einen Textlog. Da darf ich auch rein? Darf ich da rein? Nein, darf ich nicht rein. Okay, da ist anscheinend dann das Lager drin. Auf jeden Fall die top-nervigsten Gegner. Auf Platz 2 und 3 würde ich sagen, die Kinder. Also vor allem die schwarzen Kinder. Und dann eben die schnellen Typen. Also die regen richtig auf. Gut, aber jetzt würde ich sagen, lesen wir erstmal wieder ein Stündchen. Textlog. Ja, bla bla bla. Gut. Wenn es der Schlafplatz ist, um den Sie sich sorgen, dann seien Sie beruhigt. Denn ich werde die Hälfte von Ihnen mit auf den Planeten nehmen, sobald wir uns eingerichtet haben. Und was Manieren angeht, ich habe sie nicht ausgewählt, weil sie gut mit anderen auskommen. Es gibt einen guten Grund, warum man das 163. auch die Reaper nennt. Diese Männer haben sich ihre Sporen verdient, als sie während der Unabhängigkeitsaufstände auf der Erde die blutigen Drecksarbeit für uns erledigt haben. Sie sind die kaltblütigsten Killer, die man je gesehen hat. Und sie sind meine Absicherung, dass nichts schieflaufen wird. Okay, bla bla bla. Oh, das ist lang. Okay, das ist anscheinend ein Ding. Würden Sie mir freundlicherweise mitteilen, warum ich die
Schlafplätze der Hälfte meiner Offiziere auf diesem Schiff doppelt belegen muss, damit sie ihren 363. Schmarotzertrupp unterbringen können. Diese Männer sind rüde und machen sich an Bord meines Schiffes nicht nützlich. Warum verschwenden wir Ressourcen an diesen unseriösen Zusatz der Mission? Okay, so ein bisschen will ich mitkommen, aber egal. Gut, dann öffnen wir mal die Tür. Himmel, hier war jemand im Blutrausch. Überall liegen abgetrennte Köpfe rum. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Wenn die Leichen noch hier sind, dann müssen auch die Waffen da sein. Die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Hallo, Kopfi. Und nochmal ein Textlog. Scarf, bla bla bla. Auch wieder so lang. Ja, lesen wir ganz schnell drüber. Ich habe alles getan, was ich konnte, um diese Mission eingeteilt zu werden. Um in der Eiswüste zu gehen, damit ich die Reapern folgen kann, war es meine Chance, dass sie mich anerkennen. Und davon sollte mich niemand abhalten, nachdem PVT verschwand. Bla 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 bla. Okay, ich lese mir das jetzt nicht. No, eigentlich wäre es schon mal cool. Ich fliege jetzt da nur ganz kurz drüber. Gut, wenn ihr das genau durchlesen wollt, dann könnt ihr auf Pause drücken und dann eben weiter. Also auf Pause drücken, dann lesen und dann den Part weiterlaufen lassen. Sonst war eigentlich nichts mehr. Wir haben ja Anzugstationen. Gibt es vielleicht einen neuen Anzug? Schauen wir mal rein. Nein, gibt keinen Anzug. Gut, dann gehen wir weiter. Aber dass hier Köpfe herumliegen, vielleicht kriegen wir einen Endgegner vorgesetzt am Ende. Schon wieder ein Textlog. Oh Gott, und Gegner. Gut, ich hab jetzt. Schieß halt, schieß. Okay, der Textor ist auf jeden Fall verloren gegangen. Und hier sind Gegner. Den steht auch noch einer. Okay, warte, den machen wir von der Seite kaputt. So, den schalten wir mal so aus. Und da hinten ballern wir vielleicht auch ab. Nein, da komme ich leider nicht hin. Zum Glück können die nicht ziehen, das ist gut. Gut, somit dürfte die Lage entschärft sein. Okay, hier haben wir das Steuerpult, bla bla bla. Ah, hier kommen wir gar nicht durch. Okay, wir müssen also die andere Seite benutzen. Gut, dann würde ich sagen, latsche doch mal da rüber. Und schauen, was uns da so erwartet. Munition, Straße. Also mittlerweile werden wir wieder relativ zugeschüttet von diesem Item. So, was gibt's so und alles? Sieht blutig aus, sieht richtig blutig aus. Egal, schmeißen wir uns schnell runter. Klettern, Isaac. Umdrehen. Ah, das kennen wir nur. Yep, das kennen wir nur. Das haben wir ja schon mal gehabt. So, mit diesem Stampfe. So, jetzt stellen wir uns da rein, hauen Straße drauf und rennen. So, hier, aber hier warten uns jetzt Gegner, wie erwartet. So, ich stehe mir jetzt erstmal in die Ecke, weil ich vermute, da kommt nichts mehr. Okay, gut. Schadensboost. Anscheinend Aufsatz, würde ich jetzt mal vermuten. So, was können wir jetzt hier erst machen? Nichts. Wo können wir jetzt weiter? Wir können hier weiter. Wir müssen hier auch weiter. Hm. Übrigens, hier liegt wieder ein Kopf. Hallo. Gut, können wir vielleicht da nun weiter? Interessiert mich jetzt gerade. Nein, können wir nicht. Boah, das war knapp. Wollte nur ganz kurz reinblitzeln, aber das war wohl nicht so. Okay, jetzt war ich gerade ein bisschen. Oh Gott, da kommt ja einer. War's das? Scheinbar ja, aber anscheinend gehen die Dinger gar nicht. Egal, ich tue trotzdem lieber mal Straße drauf. Und dann latschen wir jetzt mal weiter. Hier gehen wir aber raus, weil ich habe gesehen, hier gab's was. Und zwar eine Upgrade-Platine. Juhu. Schaden plus nachladen, Medipack, Munition. Und da ist eine Mauer.
kommt der jetzt auf einmal her? Der fährt doch nicht, oder? Nö, der fährt doch gar nicht. Wie kam der jetzt auf einmal daher? Egal. Nicht fragen, einfach weitergehen. So, was haben wir hier noch? Nichts. Und wir dürfen mal wieder ein Rätsel lösen. Oder auch nicht. Gut, ihr sagt, wir dürfen da wieder ein Rätsel lösen mit dem Strom kreisen, aber dem ist leider nicht so. Und auf der anderen Seite wieder hoch. Halbleiter. Nichts, nichts, nichts. Da liegt nur Sumat. Geh rum und ich renne jetzt einfach mal durch und dreh mich um. Ja, die hab's schon gehört, dass da wieder ein paar Gegner unterwegs sind. Aber mit der Waffe ganz locker zu killen. Und ich merke gerade, mein Spiel laggt momentan ein bisschen. Vielleicht. Gut, ich nehme jetzt schon wieder wahrscheinlich fast 2 Stunden auf, also. Gut, ist schon lang, muss man sagen. Aber ich will nur ein bisschen, ganz kurz, vielleicht schaffen wir die Optionalmission noch. Was klebt da dran? Klebt es? Ne, scheinbar nicht. Oder? Wenn ich jetzt da durchlaufe, springt sie bestimmt an. Ne, zum Glück nicht. Aber das hat wenigstens nur... Ich glaube, das hätte echt loszappelt. Ich glaube, wenn ich jetzt da durchgelaufen wäre, hätte es bestimmt loszappelt, würde ich jetzt vermuten. Aber da wir es ja zum Glück vorher abgeballert haben, konnte es nicht mehr zappeln. Oh nein. Mach die Köpfe kaputt. Mach nur die Köpfe kaputt. Komm her, Scheißkopf. Nachladen, aber da bahnt sich schon was an. Aber wenn wir die Köpfe schnell kaputt machen, dann sind die relativ... Schnell kaputt! Wow, wow, wow! Aha. Da kommt was. Und tschüss. Da kommt hinten, kam nochmal was. Komm her. Ach komm, da ist so ein kleiner Spalt, da könnte ich noch mal durchschieben. Ah, das sind sogar 2. Klasse, die Sägenblätter bleiben in der Wand stecken. Draufhalten. So, der andere lässt uns nur ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Das ist natürlich nett von ihm. Und weg damit. So, und was gibt es jetzt hier? Ein Artefakt, das werden wir gleich mitnehmen. So, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht kriegen wir jetzt die scheiß Karte. Moment, die Kiste will ich haben. Straße. Altmetall. Nichts. Vielleicht geben wir die Dinger noch irgendwas. Nein, sind zu unnütze dazu. Da liegt auf jeden Fall noch ein Tod herum. Aber keine Eintrittskarte. Aber ein Artefakt. Schauen wir mal kurz rein, vielleicht ist nicht so lang. Oh, es ist wieder so lang. Egal, lesen wir ganz kurz zu. Ja, den nehmen wir den Partner mit. Wenn ich nach draußen blicke, sehe ich nur Schwäche. Der Krieg mit den Sezessionisten hat uns unseren besten Kämpfer genommen und sie durch Kinder ersetzt. Die Hälfte dieser Deppen kann nicht mal ein Gewehr richtig halten und die andere Hälfte pisst sie in die Hose, sobald sie ein Schuss fällt. Wenn man in dieser Welt etwas erreichen will, muss man nicht nur bereit sein zu töten, sondern auch gern tun. PVT Myres ist ein Werkzeug, es ist also nur konsequent, dass wir ihn als solches nutzen. Gönnen wir ihm eine Woche massiver Beleidigungen und Übergriffe, bevor wir ihn wieder rauswerfen. Vielleicht lernt er dadurch und erkennt, dass er nie das Zeug haben wird, einer von uns zu sein. Okay, die waren anscheinend böse zu irgendeinem. Soll hier in die Bank schnell gehen? Wir haben eh nur die zwei. Wir haben die ganzen Superbots nur. Also mit 3 Superbots muss ich sagen, ist es doch relativ. Ja. Unübersichtlich. Also man weiß da nie, wer jetzt gerade da ist und wer nicht gerade da ist. Hört sich komisch an, ist aber so. Dann gehen wir kurz an die Bank, kurz Inventar durchchecken. Und dann werde ich den Part jetzt auch beenden. Schadensboost, Platine, Superbot ist zurück. Ja, wir haben Rohstoffe ohne Ende. Wow, und wir haben Medipacks ohne Ende. Munition haben auch wieder ein bisschen was dabei.
glaube, ich werde mir das angewöhnen. Also ich glaube, ich werde immer die 5 Packs mitnehmen an Munition, obwohl es wahrscheinlich viel zu viel ist, aber solange wir Platz haben, gut, dann schauen wir da kurz mal rein. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.